Hi Leute, hier ist Jochen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ein ganz besonderes herzlich willkommen all denen, die meinen Kanal und mich vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Jochen Müller. Ich bin Hobby-Streetfotograf und Buchautor. Ich habe dieses Buch hier geschrieben, Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen, erschienen im November 21 im Bildner Verlag. Schaut mal gerne rein. Und mit der Streetfotografie beschäftige ich mich auch überwiegend hier auf meinem Kanal. So, was habe ich mir jetzt für heute ausgedacht? Es geht so ein bisschen um das Thema Streetfotografie machen in einer fremden Stadt. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. So um Ostern rum war ich mit meiner Familie, liebe Freunde besuchen, die wir 3 Jahre nicht gesehen hatten, pandemiebedingt. Und da habe ich mich mal einen Nachmittag rausgeeist aus dem Familienbusiness und bin mit meiner X100V durch München gelaufen. Es war herrliches Wetter und das Ergebnis dieses Fotowalks, das möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich habe da ein sogenanntes POV-Video gemacht. Was hatte ich außer der X100V und der GoPro noch mit? Eigentlich nicht viel. Einmal die WCL X100 Mark II und einmal die TCL X100 Mark II. Die TCL kommt allerdings relativ selten zum Einsatz bei Fotowalks, aber der Weitwinkelkonverter schon ganz gerne. Die X100V hat ja ein 35mm Äquivalent APS-C Objektiv. Das ist meine Go-To-Brennweite, auch wenn ich ganz gerne mit dem Nifty 50 fotografiere. Aber in München habe ich überwiegend mit der X100V, dem 23mm APS-C und dem WCL X100 Mark II fotografiert, was aus dem 35mm Äquivalent ein 28mm Äquivalent macht. Dazu ein paar Ersatzakkus, Flasche Wasser, fertig. Ich zeige euch jetzt dieses POV-Video, das ist natürlich geschnitten. Ich bin da 4 Stunden durch die Stadt gelaufen, bin insgesamt 9 Kilometer gelaufen. Man bleibt auch mal stehen längere Zeit und wartet, dass einem was ins Bild läuft. Ich habe auf jeden Fall dazu einiges rausgesucht, so eine Viertelstunde ungefähr. Und dazu spreche ich so ein bisschen aus dem Off. Was habe ich mir gedacht, worauf habe ich jetzt besonders geachtet? Einfach, um mal meine Art der Streetfotografie on the fly näher zu bringen. Und am Ende zeige ich euch mein Lieblingsbild, was an dem Tag herausgekommen ist. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Fotowalk. Da ich mich in fremden Städten fast immer mit den Öffis bewege, sind Bahnhöfe oft mein Start. Dabei suche ich mir aber Ziele aus, an denen auch wirklich was los ist, also das Stadtzentrum, touristische Ziele und so weiter. So wie hier in München jetzt zum Beispiel den Marienplatz. Am Anfang schieße ich mich tatsächlich erstmal warm, indem ich direkt sehr viele Bilder mache. Damit verliere ich die Scheu, auch wenn die mit der Zeit insgesamt natürlich etwas weniger geworden ist. Aber so komme ich gar nicht erst in einen reinen Lauftrott. Ich mache sehr viele Fotos, über deren Qualität man manchmal sicher streiten kann, aber so habe ich auch schon sehr gute Schnappschüsse gemacht. Wenn ich erstmal gestartet bin, versuche ich mit sehr wachem Blick meine Umgebung zu scannen. Was ich suche? Spannende Lichtschattenspiele wie zum Beispiel hier in so einem Torbogen. Oder Menschen, die ich unerkannt beim Fotografieren fotografieren kann. Wenn ich eine schöne Lichtschattensituation gefunden habe, warte ich dort oft, bis jemand hineinläuft. Das kann manchmal etwas Geduld erfordern. Ich wechsle übrigens gerne spontan zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Das geht mit der Fuji X100V natürlich sehr schnell und die Bilder sind fertig, so wie sie aus der Kamera kommen. Übrigens sind alle Bilder hier in dem Fotowalk JPEGs direkt aus der Kamera. Ich habe lediglich hin und wieder etwas beschnitten und begradigt. Aber kommen wir mal kurz auf etwas völlig anderes zu sprechen. Was motiviert mich überhaupt an der Streetfotografie? Zum einen ist es natürlich toll, sich bei solch einem schönen Wetter mit der Kamera eine Stadt zu erlaufen. Zum anderen kommen hier aber ganz viele Dinge zusammen, die mich daran noch reizen. Streetfotografie ist für mich kreativer Ausgleich, Zeit für mich alleine und nicht zuletzt auch ein Stück weit Sport. Die Jagd nach dem besten Bild der Welt ist dabei eher zweitrangig.
Es ist kein Muss, mit einem großartigen Shot nach Hause zu kommen, aber es könnte trotzdem jederzeit passieren. Aber der Weg ist das Ziel. Ein Walk ohne großartiges Foto ist kein Misserfolg. Dafür spielt der Zufall in der Streetfotografie auch einfach eine zu große Rolle. Für Control Freaks ist dieses spannende Genre der Fotografie also wohl eher nix. So wie gerade eben bei den Zeitungsständern oder jetzt auch hier an diesen Marktständen, suche ich oft nach Framings, also nach einer Berahmung für meine Motive. Das ergibt zum Beispiel die Möglichkeit von unscharfen, abstrakten Situationen à la Soulleiter. Aber ich kann auch solch ein Zelt bzw. einen Stand dunkel lassen und als Rahmen für meine hereinlaufenden Protagonisten nutzen. Wenn ich vom Dunkeln ins Helle fotografiere, kann ich entweder mit der Spotmessung arbeiten, dann belichtet die Kamera korrekt im Bereich des Spots und der Rest wird ignoriert. Alternativ korrigiere ich die Belichtung mit dem Rad für die, Überraschung, Belichtungskorrektur. So entstehen in meinen Bildern diese Hell-Dunkel-Rahmen. So kann ich schön ein Motiv isolieren und wie hier einigermaßen unauffällig bleiben. Manchmal wird man aber eben doch entdeckt. Wo wir gerade so entspannt rumlaufen, kann ich ja noch was zu meinen anderen Kameraeinstellungen erzählen. Auch wenn vermeintliche Profis immer verkünden, dass lediglich das rein manuelle Einstellen der Kamera das Nonplusultra darstellt, dafür hat man in der Streetfotografie leider nur selten Zeit. Ich nutze daher die Automatiken der Kamera, stelle sie aber so ein, dass ich immer noch schnell den gewünschten Einfluss nehmen kann. In meinem Fall heißt das meistens Modus A, also die Blendenpriorität. Bei den Fuji-Kameras bedeutet das, die Blende von Hand einzustellen, sowie Verschlusszeit und ISO auf Auto zu belassen. Bei der ISO nutze ich dann einen voreingestellten Bereich zwischen Minimum und Maximum. Der beginnt immer bei ISO 160, das ist die nativ niedrigste ISO der X100V. Nach oben nutze ich an einem sonnigen Tag wie diesem eine maximale ISO von 800, seltener auch mal bis 1600. Dazu stelle ich eine minimale Verschlusszeit von einer 250stel Sekunde ein, damit ich Bewegung sicher einfrieren kann. Nun noch nach Bedarf an Tiefenschärfe meine Blende gewählt, den Rest macht die Kamera. Ich greife gegebenenfalls noch mit der Belichtungskorrektur ein. That's it. Hier gibt's jetzt mal wieder ein paar gute Beispiele für die sogenannte Fishing-Methode. Man sucht sich eine Szenerie mit spannendem Licht, komponiert sein Bild und wartet. Auch wenn das jetzt hier natürlich stark zusammengeschnitten ist, ich stand hier an der ein oder anderen Szene sicher 10 Minuten, weil ich es da so cool fand. Hier hatte ich einigermaßen Glück, denn das dunkle Gebäude links ist eine Synagoge. Das wusste ich aber nicht. Ein Wachmann hatte mich auf jeden Fall schon im Blick und hat genau beobachtet, was ich tue. Bei Synagogen ist man völlig verständlicherweise sehr aufmerksam und man darf nur mit Genehmigung Fotos machen. Da ich aber zum Glück nicht unwissentlich das Gebäude fotografiert habe, ließ man mich gewähren. Nochmal völlig verständlich und ein gutes Beispiel dafür, dass man sich manchmal eben doch informieren sollte, wo man fotografiert und was. Entdecke ich spannende Charaktere wie diese Dame mit Hut, muss ich sofort fotografieren. Hier habe ich mich schnell in Position gebracht, um sie vor der Wand zu erwischen. Da die Wand hier sehr stark reflektiert hat, habe ich sie DSGVO-konform als Silhouette erwischt. Übrigens, wo ich da gerade mein Handy in meiner Hand sehe, mache ich mir vorher einen Plan, wo es lang gehen soll? Nee, eher nicht. Ich lasse mich von meinem Startpunkt aus in einer fremden Stadt meistens eher treiben. Ich schaue einfach, wo es spannend aussieht, wo mich das Licht anspricht, wo vielleicht auch nicht total tote Hose ist. Denn auch wenn ich kein Freund von großen Menschenmassen bin und lieber Leute im urbanen Kontext isoliert fotografiere, wenn natürlich gar nichts los ist, kriege ich natürlich auch niemanden vors Objektiv. Auch kein Drama, dann versuche ich mich eben in abstrakten Shots oder mache an meinen Fotoserien weiter.
Vielleicht nehme ich mal eine Fotoserie mit gelben Stiefeln in mein Programm auf. Eine häufig gestellte Frage ist übrigens, wie die rechtliche Situation der Streetfotografie in Deutschland ist. Dazu habe ich ein eigenes kleines Kapitel in meinem Buch, aber es findet sich auch ein Video hier auf meinem Kanal. Grundsätzlich kann man sagen, es stimmt nicht, dass die Streetfotografie in Deutschland verboten ist. Ich bin kein Jurist und ich möchte hier auch keinen Unfug erzählen, aber bisher wurde mir auch von juristischer Seite immer Folgendes bestätigt. Es werden immer die Persönlichkeitsrechte und das Recht auf Kunstfreiheit gegeneinander abgewogen. Ich denke nicht, dass meine Fotos an öffentlichen Plätzen die Persönlichkeitsrechte von irgendjemandem verletzen. Grundsätzlich ist aber ein guter Leitsatz: Mach keine Bilder von Menschen, die du von dir selbst auch nicht akzeptieren würdest. Aber für die näheren Details schau lieber mal mein Video oder noch besser, schau in mein Buch. Endlich mal Menschen in Tracht. Dass ich dafür vor einer großen Gastwirtschaft fotografieren musste, hat mich in München schon etwas irritiert. Aber die beiden Kellnerinnen bei der Zigarettenpause waren wirklich die einzigen Menschen, die an dem Tag so richtig nach Bayern aussahen. Ansonsten versuche ich nämlich schon immer, auch den Spirit oder auch mal das Klischee einer Stadt einzufangen. Im Berliner Mauerpark sind das natürlich ganz andere Menschentypen als in München im Brauhaus oder auf der Kö in Düsseldorf. Wenn man mit Farbe spielen möchte, kann man das auf verschiedene Arten tun. Hier haben mich zum Beispiel die gelben diagonalen Streifen der Tür direkt angesprochen. Die Dame, die gleich reinkommt mit der knallgrünen Jacke und den weißen Haaren, fand ich im Kontrast dazu super spannend. Die gelbe Wiederholung in dem Ladenschild links habe ich dann später auch noch dazu genommen. Grundsätzlich gibt es aber natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten mit Farbe. Vor allem mit Kontrasten wie Komplementärkontrasten, bunt zu unbunt, knallig zu grau und so weiter. Ich fotografiere, wie man sieht, mittlerweile sehr viel in Farbe, seit Fujifilm mit der Classic Neck Filmsimulation meinen absoluten Favoriten rausgebracht hat. Ich mag aber auch sehr gerne die Schwarz-Weiß-Simulation Acros, für die ich in der Street ebenfalls ein JPEG-Rezept nutze. Davon sehen wir nachher auch noch mehr. Hier sehen wir jetzt ein absolutes Paradebeispiel einer sogenannten Lichttasche. Ich habe sie eben schon mal erwähnt. Links Schatten, rechts Schatten, die Kamera natürlich belichtungsmäßig auf den hellen Bereich eingestellt und dann warte ich darauf, dass mir hier meine Opfer ins Netz gehen. Ich sag nur Phishing-Methode. Das ist etwas, was ich in Großstädten sehr gerne und häufig suche. Genauso wie knallige Rottöne bei diesen alten Damen vor dem Schaufenster. An der schwarz-weißen Fotografie, wie wir sie hier jetzt sehen, mag ich, dass man sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Es gibt keine Ablenkung durch Farbtupfer, die man nicht haben möchte, sondern alles ist reduziert auf Licht und Schatten, sowie das Geschehen, wie hier bei dieser Dame zum Beispiel. Auch wenn ich mittlerweile viel Farbe fotografiere, wenn sie nichts beizutragen hat, lasse ich sie lieber weg. An diesem Tag in München hätte ich sicher auch noch mehr in Schwarz-Weiß fotografieren können. Da ich hier aber nur unbearbeitete JPEGs zeigen wollte, habe ich es dabei belassen und nicht nachträglich aus den RAW-Bildern noch welche konvertiert. Ja, ich speichere zusätzlich zu meinen JPEGs immer noch die RAW-Dateien zur Sicherheit mit. Aber wirklich nur für den Fall, dass ich mal mit der Wahl des Films daneben gelegen habe oder etwas stark korrigieren muss. Mit diesen letzten Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf und um den Odeonsplatz endet jetzt langsam das POV-Video von meinem Fotowalk durch München.
Ich habe in den Tagen danach unter anderem noch mehr in der U-Bahn und auch bei den Eisbach-Surfern fotografiert. Schaut doch mal auf meinem Instagram-Feed vorbei, da könnt ihr einiges davon sehen. Für diesen Fotowalk war es das aber erst einmal und ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben, wie ich mir eine mehr oder weniger unbekannte Stadt erlaufe und wie ich an meine Bilder komme. Mehr Tipps und Tricks dazu gibt's hier auf meinem Kanal oder in meinem Buch Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Aber vielleicht seid ihr ja jetzt noch gespannt, welches Bild aus München mein Favorit war. Ein kleiner Tipp, das hier war es nicht. Und ich muss sagen, am besten gefällt mir tatsächlich dieses hier. Ist es das beste Bild der Welt? Natürlich nicht. Das ist auch nicht meine Anspruchsdenke. Aber das hier hat eigentlich alles, was mir gefällt. Licht und Schatten, Architektur, eine Person in der Schrittbewegung eingefroren, diagonale und vertikale Linien, einen schönen blauen Himmel und so weiter. Es würde vermutlich auch in Schwarz-Weiß gut funktionieren, aber ich habe es halt straight out of camera gelassen und bin so auch happy damit. Noch besser würde es mir gefallen, wenn hinten die Leute nicht noch mit im Bild wären, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Like da, aber auch gerne eure Fragen zur Technik, zu dem Walk, zu meinem Buch, was auch immer euch einfällt. Ich beantworte Fragen eigentlich immer wirklich innerhalb weniger Tage. Für die neuen Zuschauer, ich würde mich natürlich total freuen, euch als Abonnenten auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen und dann sieht man sich vielleicht demnächst bald mal hier wieder. Bis dahin, bleibt bitte gesund, habt eine gute Zeit, wir sehen uns bald. Ciao.